Dir gelingt der Sprung in die Premier League. Du absolvierst den Medizincheck, verabschiedest dich von deinen Teamkollegen und setzt dich in den Flieger. Kurze Zeit später bricht jeglicher Kontakt zu dir ab. Suchtrupps der Polizei versuchen, dich ausfindig zu machen, doch zunächst alles vergebens. Bis dann irgendwann die traurige Gewissheit ans Licht kommt. Das hier ist kein fiktives Szenario. Das hier ist die Geschichte eines Fußballers, dessen Schicksal die Fußballwelt zu Tränen rührte. Das hier ist die Geschichte von Emiliano Sala. Emiliano Sala wurde am 31. Oktober 1990 in der argentinischen Provinz Santa Fe geboren. Da er als Frühgeburt zur Welt kam, befürchtete man zunächst, dass er das Laufen nie lernen könne. Sala, der Sohn eines Lastwagenfahrers, bewies jedoch allen das Gegenteil. Er begann bei San Martín de Progreso das Fußballspielen. Mit 15 Jahren dann wurde er von einem Fußballscout entdeckt und wechselte nach Córdoba an eine Fußballschule namens Proyecto Crecer. Von hier aus wurden südamerikanische Talente für den europäischen Markt gescoutet. Es folgte ein Wechsel zum spanischen Verein CD Soledad B für 5 Monate und anschließend ein Wechsel zum portugiesischen Verein FC Crato. Doch nach nur einem bestrittenen Spiel und 2 erzielten Toren wechselte er aufgrund familiärer Probleme zurück in sein Heimatland. Dann mit 19 Jahren folgte sein Wechsel zu Girondins Bordeaux. Diese liehen ihn in die dritte französische Liga zu US Orléans aus und er überzeugte mit 19 Treffern in 37 Partien. Dann folgte eine Leihe zum Zweitligisten Chamois Niortais. Diesmal überzeugte er mit 21 Scorerpunkten. Nach 11 Erstligaeinsätzen für Bordeaux und einer Halbjahresleihe an den SM Caen verkaufte Bordeaux Sala für nur 1 Million Euro an den FC Nord. Und dort gelang Sala, dem 1,87 großen, schnellen, kopfballstarken und trotzdem eleganten Stürmer, dann der Durchbruch. In 133 Partien erzielte er 48 Tore und legte 13 weitere auf. Und mit diesen Leistungen empfahl er sich für den englischen Erstligisten Cardiff City. Cardiff City und der FC Nord einigten sich und Sala wechselte für 17 Millionen Euro in die Premier League. Dafür absolvierte er seinen Medizincheck in Cardiff und kehrte am Samstag, den 19.01.2019, zurück nach Nord, um sich von seinen Teamkollegen zu verabschieden und seine letzten Sachen zu holen. Dann am 21. Januar stieg er in ein Kleinflugzeug, eine Piper Malibu. Am nächsten Morgen sollte er an der ersten Trainingseinheit seines neuen Vereins teilnehmen. Um 19.15 Uhr startete die Maschine von Nord in Richtung Cardiff. Scheinbar hatte Sala bereits in diesem Moment ein mulmiges Gefühl, da er seinen Verwandten und Freunden eine Sprachnachricht versandt, in welcher er seine Angst deutlich machte, abzustürzen. Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá antes haciendo cosas y no termina más, no termina más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se tapó cae a pedazo y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos, a la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, con el nuevo equipo, a ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Um 20.12 Uhr dann gab es den letzten Kontakt. Etwa 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey verschwand das Flugzeug vom Radar. Es wurde eine Suchaktion gestartet mit Helikoptern, Flugzeugen und einem Schiff, doch nachdem man innerhalb von 3 Tagen nicht zu einem Ergebnis kam, wurde die Aktion abgebrochen. Der Abbruch der Suche führte zu Empörung im Netz. Unter anderem Lionel Messi, Sergio Aguero und Diego Maradona forderten, die Suche fortzusetzen. Nach einer Spendenaktion dann konnte die Suche fortgesetzt werden. Schließlich, am 3. Februar, wurde das Wrack auf dem Meeresboden und schließlich auch der Leichnam Salas gefunden.
Die Leiche des Piloten David Ibbotson konnte trotz Suchaktionen nicht ausfindig gemacht werden. Der Abschlussbericht legt nahe, dass eine Vielzahl an Ursachen dazu geführt hat, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Der Pilot flog offensichtlich zu schnell und verlor daraufhin die Kontrolle. Mithilfe einer Obduktion wurde eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung festgestellt, welche wahrscheinlich durch eine defekte Kabinenheizung verursacht wurde. Dazu hatte David Ibbotson, laut Berichten der AAIB, weder eine Lizenz für kommerzielle Flüge noch eine für Nachtflüge. Vermutlich versuchte er, dem schlechten Wetter aus dem Weg zu gehen und verlor währenddessen die Kontrolle. Sulla wurde schließlich am 16. Februar in seinem Heimatort Progreso beigesetzt. Doch auch Jahre nach Sullas Tod gibt es immer wieder Berichte über das Unglück. Knapp 3 Monate nach dem Flugzeugunglück von Emiliano verstarb sein Vater im Alter von 58 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. 2,5 Jahre nach dem Unglück wurde der Organisator des Flugs für schuldig gesprochen. Der 67 Jahre alte Unternehmer David H. arrangierte den Flug, konnte aber selbst nicht fliegen, weil er mit seiner Frau im Urlaub in Paris war. Stattdessen bat er Ibbotson, den Flug zu übernehmen. Doch auch bei den Vereinen Cardiff City und dem FC Nord ging es bei einem Rechtsstreit weiter. Cardiff war nämlich der Ansicht, die 17 Millionen Euro Ablöse nicht bezahlen zu müssen, da Sulla zum Zeitpunkt seines Todes noch nicht bei dem Verein registriert wurde. Der FC Nord hingegen bestand auf die rund 17 Millionen Euro und versuchte es über den Rechtsweg. Die FIFA gab dem FC Nord recht. Cardiff musste laut Gerichtsentscheidung die 17 Millionen Euro zahlen. Doch der Verein, der mittlerweile in der 2. englischen Liga spielt, rechnete scheinbar mit solch einem Urteil und zog vors Zivilgericht. Sie fordern Schadensersatz zwischen 23 und 230 Millionen Euro. Der Verein begründet das mit, Zitat, dabei geht es darum, die vom Verein für Emiliano gezahlten Beträge sowie zusätzlichen Schadensersatz für weitere Folgenschäden zurückzuerhalten. Sie bestehen darauf, da die Anreise von einem Agenten von Nord organisiert wurde und interne Analysen ergeben haben, dass Sulla ihnen die 2 entscheidenden Punkte zum Klassenerhalt gesichert hätte. Die Verantwortlichen von Nord bezeichnen diese Vorwürfe als absurd und juristisch nicht haltbar. Ist der Rechtsstreit zwischen den Vereinen verständlich und sollte nicht moralisiert werden, oder zeigt das Ganze eine unangenehme Geldgier auf? Wahrscheinlich liegt die Antwort irgendwo dazwischen. Uns bleibt nur übrig, den Angehörigen viel Kraft zu wünschen.